Es ist wieder Freitag, 19 Uhr. Hier sind die Gameswelt-Nachrichten mit mir, dem Pirmin. Ich hoffe, ihr habt die neueste Folge InsideCoin schon gesehen. Wenn nicht, dann holt es jetzt noch ganz schnell nach. Ich warte dabei so lange. Spaß. Hier sind die vier Themen von heute. Erfolgreicher Launch von LEGO Star Wars Die Skywalker-Saga. Epic kooperiert mit LEGO. Hello Neighbor 2 hatte einen Release-Termin. Und THQ Nordic, die planen mit einem eigenen Showcase im August. Wenn ihr auch nächste Woche die News nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst und auf die Glocke drückt. Viel Spaß mit den News. You will experience the full power of the dark side. TT Games liefert euch mit LEGO Star Wars Die Skywalker Saga das größte LEGO-Spiel auf dem Markt. Mit dabei sind eine riesige Open World und das überarbeitete Kampfsystem. Und das kommt offenbar sehr gut an. Alleine über 82.000 Spieler spielten den Titel gleichzeitig auf Steam. Klingt jetzt zwar erstmal wenig berauschend, gerade vor dem Hintergrund der großen Zahlen wie etwa erst kürzlich durch Elden Ring mit über 800.000, allerdings war bis jetzt der Höchstwert für ein LEGO-Spiel bei lediglich fast 6.000 in LEGO Marvel Super Heroes. Also LEGO Star Wars Die Skywalker Saga mit knapp 14 mal so viel, das ist dann doch schon wieder eine echte Hausnummer. Zudem überflügelt man auch andere Franchise-Ableger wie zum Beispiel Star Wars Fallen Order oder Star Wars Squadrons. Wenn wir gerade schon bei LEGO sind, dann bleiben wir auch nochmal kurz bei LEGO. Der Klötzchenhersteller hat eine Kooperation mit Epic Games bekannt gegeben. Im Fokus steht dabei ein neues Metaverse-Projekt bzw. eine familienfreundliche digitale Spielerfahrung. Die Partnerschaft sei dabei langfristig ausgelegt. Allerdings vermied man im weiteren Verlauf der Ankündigung das Wort Spiel und sprach hingegen von einer digitalen Erfahrung, die immersiv, kreativ, inspirierend und einnehmend sein soll. Nicht ganz so familienfreundlich ist dahingehend wohl das kommende Gratisspiel im Epic Game Store. Ab dem 14. April bekommt ihr den Strategiekracher XCOM 2 sowie das Indie-Spiel Insurmountable. Tiny Build arbeitet an einem neuen Nachfolger zu Hello Neighbor. Bis jetzt wartete die treue Fangemeinde aber immer noch stets auf einen Release-Termin. Nun hat der Entwickler allerdings Nägel mit Köpfen gemacht und dem Sequel ein Datum verpasst. Hello Neighbor 2 erscheint dann am 6. Dezember für die PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series sowie den PC. Vor Release wird es zudem noch eine Beta-Testphase geben. Darin sollen erste Einblicke in das Spiel gezeigt werden, aber keine Spoiler. Dafür wird auf einen eigenständigen Build zurückgegriffen, der nicht auf Kapitel oder Level des Hauptspiels basiert. Wann die Beta hingegen an den Start geht, ist noch nicht bekannt. Wie mittlerweile bekannt, wurde die E3 für dieses Jahr auch in seiner digitalen Form abgesagt. Eine Menge News wird es in dem Zeitraum aber wohl trotzdem geben. So steht das Summer Games Fest an und Microsoft plant einen eigenen Showcase. Diese Pläne ziehen nun weiter Kreise und auch THQ Nordic kündigte auch wieder für dieses Jahr ein eigenes Event an, auch wenn etwas später. Die digitale Präsentation wurde für den 12. August um 21 Uhr datiert. Für die Übertragung habe das Unternehmen zahlreiche Neuankündigungen geplant. Neben bunten und lustigen Spielen soll es aber auch düstere und ernste Titel geben, die verschiedenste Genres abdecken. Aber auch bekannte Titel werden einen Auftritt haben, zum Beispiel Jagged Alliance 3 oder Outcast 2 A New Beginning. Und damit sind wir wieder am Ende der Gameswelt-Nachrichten für diese Woche angekommen. Ich würde mich wie gesagt sehr freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst und euch die neueste Folge InsideCoin reinzieht. Dann hören wir uns wie gewohnt am Montag wieder um 19 Uhr, habt ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Servus.